Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, dass du da bist. Und wahrscheinlich bist du gerade auch in so einer ganz vorweihnachtlichen Stimmung. Und dafür ist heute auch diese Folge perfekt, denn ich habe zu Gast meinen lieben Freund Curse oder auch Michael Kurt. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich als Musiker und Rapper. Manche von euch kennen ihn wahrscheinlich auch von seinem Buch oder auch als Coach. Und Michael und ich, wir kennen uns jetzt schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren. Nee, doch, seit 20 Jahren kennen wir uns. Und es ist so schön, wie sich unsere Wege immer wieder kreuzen. Und in diesem Gespräch heute spreche ich mit Mike über die Kraft der Fragen und wie wichtig es ist, sich gute Fragen zu stellen und wie wir unser eigenes Leben verändern können, wenn wir anfangen, uns selbst bessere Fragen zu stellen. Und es geht genau darum, was sind eigentlich gute Fragen, die ich mir stellen kann? Inwiefern beeinflussen die Fragen, die wir uns stellen, unser Leben? Ich mache mit Mike zusammen eine kleine Übung, die auch super spannend war und total schön, die man mit Menschen zusammen machen kann, die ja, einem viel bedeuten. Und das ist einfach eine so kraftvolle, schöne Folge und ein so schönes Interview und Gespräch, aus dem du so viel für dich mitnehmen kannst. Vor allen Dingen, wie du wirklich in dir diese Stimme findest, die für dich ein guter Ratgeber ist und die dich auf deinem eigenen Weg leiten kann und dir Kraft geben kann. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem wunderschönen Interview mit Mike, aka Curse. Und ja, hoffe einfach, du hast jetzt eine so schöne Vorweihnachtszeit. Lass es dir gut gehen, achtest gut auf dich. Und wenn du möchtest, denk dran, du kannst dich noch bis Ende Dezember, ist es glaube ich, für die Rise Up and Shine Uni anmelden. Wenn du wirklich das Jahr 2022 mit einer vollkommen neuen Energie, Ausrichtung, Klarheit und Heilung für dich starten möchtest, dann sei bei der Rise Up and Shine Uni dabei. Du lernst zu manifestieren. Die Rise Up and Shine Uni ist wirklich so meine Zusammenfassung von allem, was ich quasi unterrichte und was es von mir gibt und wo du über 30 Meditationen mit mir hast, du hast Live-Sessions mit mir, du hast über 50 Coaching-Stunden aufgezeichnetes Material, du bekommst ein wunderschönes Workbook nach Hause geschickt und wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte gerne wirklich 2022 nutzen für meine eigene Transformation, für mich loszugehen, dann melde dich an. Den Link dafür findest du in den Shownotes und wir freuen uns alle so sehr auf dich. Und ja, jetzt aber erstmal los mit Mike und beziehungsweise nicht Mike und Curse, sondern Mike aka Curse und Fragen, die dein Leben transformieren können. Deine Laura. Ich freue mich so sehr, heute meinen wunderbaren, tollen Freund Mike, aka Curse, zum zweiten Mal hier bei mir im Podcast zu haben. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Ach, die große Antwort ist gut. Und dann kann man noch mal ein bisschen tiefer forschen. Und dann würde ich sagen, es ist gerade wahnsinnig viel los in meinem Leben und auch viele Dinge, die jetzt viele Prozesse, die angestoßen worden sind, die aber jetzt nicht so laufen, wie man geplant, gewünscht hat. Viele Schwierigkeiten, Herausforderungen, denen ich mich aber stelle. Also auch da eigentlich gut, aber uiuiui. Mhm. Und jetzt in diesem Moment, jetzt gerade, wo wir hier sitzen, geht's mir echt gut. Ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich herzlich willkommen. In diesem Moment geht's mir echt gut. Schön. Dankeschön. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Auch gut. wir haben ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht. Und, gut und genauso wie bei dir, es ist so das Gefühl, ich muss mich gerade sehr sortieren in mir und so meinen Fokus halten und mich nicht so sehr ablenken lassen und es ist ein Stretch gerade. Aber ich habe heute das erste Mal seit langer Zeit wieder wirklich gut geschlafen mit meinem Baby. Ach, schön.
Und ich bin ganz dankbar, dass sie heute, glaube ich, war nur dreimal kurz wach oder so. Und nur dreimal? Ja, ja, aber gut. Es ist schon voll der Unterschied zu den Wochen davor, weil sie gerade Zähne bekommt. Und ich stand vorhin in der Küche, habe so meinen Tee getrunken, dachte mir, ich fühle mich gut. Ich fühle mich so wie ein Mensch, der geschlafen hat, weißt du. Das ist so nice. Nicht mehr so im Zombie-Mode. Ja. Weil du kennst das, wie man sich fühlt, wenn man einfach nicht schläft. Ja, dann bin ich jemand anderes auf jeden Fall. Ja, und vor allem, wenn das dann über Wochen geht und über Monate geht, dann ist ja auch schön und mit dem Baby und ist ja auch schön, aber es ist trotzdem halt einfach körperlich. Ja, super anstrengend. Das kann man sich dann auch so schön reden, wie man will. Ist einfach körperlich anstrengend. Ist es auch. Voll. Mike, also alle Menschen, die mehr über dich ja auch wissen wollen, können unsere erste Podcast-Folge anhören, wo wir auch ganz viel schon gesprochen haben, du über dich erzählt hast, wir über unsere Freundschaft gesprochen haben, können meinen Podcast bei dir anhören, unseren Podcast bei mir anhören. Ich würde heute gerne wirklich den Fokus auf Inhalte legen und gar nicht so sehr jetzt auf unsere Verbindung und so weiter. Da haben wir schon überall drüber gesprochen, kann man alles nachgucken. Nur kurzer Wrap-up, wir sind seit über 20 Jahren befreundet, kommen beide aus Minden. und irgendwie haben sich unsere Wege immer wieder total schön gekreuzt. Voll. Und, du hast ein neues Buch geschrieben. Yes, ma'am. 199 Fragen an dich selbst. Jawohl. Und ich finde das so schön, weil das auch immer was ist, was in meinem Leben ein riesiger Shift war, zu erkennen, dass wenn ich eine andere Qualität in meinem Leben haben möchte, muss ich mir bessere Fragen stellen. Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Dankeschön. Also, ich will dieses Buch eigentlich schon seit mindestens 15 Jahren schreiben. Mhm. So. Für mich sind gute Fragen schon immer ein Schlüssel zur Welt gewesen. Mhm. Denn ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich in dem Moment, in dem ich sage, ja, weiß ich, da wird die Welt irgendwie klein. Ne? Dann ist das Thema irgendwie durch, dann ist es vorbei, ja, weiß ich, da ist eine Mauer, da ist eine Grenze, da ist ein Ende. Und immer wenn ich sage, weiß ich, aber ich bleib noch eine Sekunde länger neugierig. Vielleicht gibt's da irgendwie was ich noch nicht weiß. Oder vielleicht ist da noch irgendwo eine Info, und auch wenn es weh tut, da jetzt noch kurz neugierig zu bleiben, weil ich weiß es ja eigentlich. Vielleicht ist da noch eine kleine Info mehr. Und dann denke ich mir, okay, was für eine Frage könnte ich stellen, um vielleicht an diese Info zu kommen? Oder an dieses Gefühl ranzukommen oder was auch immer. Und das hat mich schon immer begleitet. Also als Kind ich bin immer aus der Klasse geflogen, weil ich zu viel Fragen gestellt habe. Ach krass. Das war so das größte Feedback von meinen Lehrern war immer, ja, der Junge stört und der stellt so viele Fragen. So. Und mein Sohn hat das auf seinem ersten Elternsprechtag in der ersten Klasse auch. Ja, der stellt so viele Fragen. Ich so, yes! Check. Alles richtig gemacht. Und das war immer so das Ding. Ich wollte halt einfach Sachen wissen. Und ich habe mich für viele Sachen einfach interessiert. In der Welt, aber auch bei mir selbst. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich da dran geblieben bin, habe ich was gelernt und habe ich was erfahren. Und bei diesem Buch ist es auch so. Ich wollte immer schon ein Buch über Fragen schreiben, weil ich weiß, wie viel mir das in meinem Leben geholfen hat. Als ich die wirklich wahrscheinlich intensivste Krise meines Lebens hatte. Ne? Das war vor so 12, 13 Jahren, als ich auch gesagt habe, ey, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mal Musik mache. Ich habe meine Beziehung ist explodiert. Ich habe meinen Job quasi auf Eis gelegt. Ich bin aus der Wohnung ausgezogen. Ich habe kein Geld mehr verdient. Ich habe irgendwie, also es war wirklich so eine Nullung bei mir. Und ich war einfach innerlich auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, es geht nicht mehr weiter. Da habe ich mir auf verschiedenen Ecken Hilfe gesucht. Mhm. Ne? Und das, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass die Menschen, bei denen ich mir Hilfe gesucht habe, mir gute Fragen gestellt haben. Mhm. Manchmal waren die ganz einfach. Zum Beispiel, warum? Oder stimmt das wirklich? Mhm. Beste Frage. Ja? Die hast du mir zum Beispiel auch gestellt. Mhm. Das war dann ein paar Jahre später, aber da erinnere ich mich auch noch an ein Gespräch, wo habe ich irgendwas erzählt und du hast gesagt, ey, stimmt das wirklich? Ja. Und du so... Stimmt das wirklich? Ne? Oder ganz unkonventionelle Sachen, wo man erstmal denkt, das ist total gegen die Intuition. Zum Beispiel, was ist gut daran, dass du nicht weiter weißt? Da denkt man erstmal, was soll daran gut sein? Und dann denkt man nach. Und das ist es, dass man dann nachdenkt.
und sich überlegt, was ist gut daran? Und auf einmal, man ist die ganze Zeit so in einem Modus, ja, ich weiß, und ach, das sind meine Probleme oder das sind meine Fragen oder das weiß ich, das kann ich, das da, da, da. Und dann kommt eine gute Frage und die wirft einen aus dieser Schleife raus und eine neue Welt öffnet sich. Mhm. Und das Buch wollte ich deswegen schon immer schreiben und jetzt ist es da. Bin so froh, dass es jetzt da ist. So, ja. Ich finde es so schön, weil in deinem Buch steht, vor jeder guten Antwort steht eine richtig gute Frage. Ja. und das finde ich auch so schön, so rumzudenken. Ne? Also dieses, wenn du eine richtig gute Antwort haben willst, dann musst du dir eine richtig gute Frage stellen, weil auf dumme Fragen kriegst du auch eine dumme Antwort. Ja, ja. Absolut. Und ich finde es auch so spannend, weil gerade wenn wir zum Beispiel in Krisen stecken oder so, dann haben wir ja die Tendenz, in diesen Negativstrudel reinzugehen. Ne? Und voll. Dieses, warum passiert mir das jetzt? Aber nicht im Sinne von, warum passiert mir das jetzt? Also ne, im positiven Sinne, sondern warum passiert mir das jetzt? Also so diesen Vorwurf irgendwie ans Leben. Und was ich so spannend finde, und da würde ich gerne auch mal deine Einschätzung zu wissen, unser Gehirn gibt uns ja auf jede Frage eine Antwort. Ne? Also das ist das Spannende, dass wenn wir sagen, warum passiert mir das jetzt, wird dein Gehirn dafür sorgen, dass du richtig blöde Antworten darauf bekommst, wie, ja, natürlich passiert das jetzt dir, weil ne, du hast es ja eh nicht verdient gehabt oder was auch immer. Genau, genau. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was du da vielleicht bei dir auch für Erfahrungen mitgemacht hast, diesen Automatismus oder auch beim Buchschreiben, ob du so das Gefühl hattest, ja, es ist eigentlich egal, welche Form der Frage wir uns stellen. Wir werden immer eine Antwort bekommen, aber die Qualität der Antwort hängt davon ab, was die Qualität der Frage ist. Voll. Lass es doch mal bei der Frage bleiben. Einfach nur mal als Beispiel. Ja. Ne? Warum passiert mir das jetzt? 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 Und warum passiert mir das jetzt? Ja. Jedes einzelne Wort in diesem Satz ist eine andere Frage. Wow. Und wow, ja. Dann geht es darum, welche möchte ich mir stellen? Oder vielleicht möchte ich mir all diese Fragen hintereinander stellen. Wow. Weißt du? Und das ist das, was ich meine, was wir meinen, wenn wir sagen, gute Fragen. Ne? Wir denken oft so eindimensional. Ne? Aber man kann das mal aufmachen und kann mal sagen, okay, könnte ich mir eine andere Frage stellen? Ne? Oder das umzudrehen und zu sagen, was ist gut daran, dass das jetzt passiert? Ne? Oder zum Beispiel zu sagen, ich würde dich zum Beispiel vielleicht auch fragen, okay, ich verstehe, in was für einer schlechten Situation du bist und so weiter und so fort. Mal angenommen, du würdest mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben wollen, damit ich garantiert dasselbe Problem bekomme wie du. Was würdest du mir sagen? Ja? Und auf einmal denkst du, oh, ach so, ja, ah, ja, du musst das machen und das machen und das machen und währenddessen denkst du dir schon, oh mein Gott, alles klar. Hat er irgendwas mit mir zu tun? Und die zweite Frage, die man stellen könnte, ist, okay, wenn ich dein Problem dann habe, was muss ich unbedingt machen, damit ich es garantiert behalte? Und auf diese Art und Weise, ich frage dich nicht, was sind die negativen Dinge, bla bla bla, sowas, ne? Nicht so linear, sondern du kannst, wenn du einmal um die Ecke denkst, wenn du ein bisschen spielerisch da rangehst und wenn du die Fragen so formulierst, dass du halt aus diesem typischen Denkmuster, was wir in so Problemsituationen haben, ne? Immer die gleiche Frage und produziert immer die gleiche Antwort, ne? Und da dann irgendwie ein Gegenüber zu haben oder eben ein Buch zu haben, wo du nachschlagen kannst und vielleicht zu deinem Thema ein paar Fragen findest, die dich aus dem Ding rausbringen. Das kann wirklich so einmal Klack machen. Ne? Und dann rastet irgendwas anderes ein. Und deswegen ist wirklich die Qualität der Fragen und die Art der Fragen, die wir uns stellen, ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Das ist so spannend. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass so ein bisschen die Herausforderung bei unserem Gehirn ist, dass es ja so gewired ist, um Probleme zu lösen. Das heißt, wir sind ja immer sehr im... Meinst du es gerade nicht, gewired Tee zu trinken? Also, sorry. wir sind immer sehr quasi in der Art der Fragen ja auf das Problem fixiert. Ja. Und nicht so sehr auf die Lösung.
Gab es, während du geschrieben hast, während du diese 199 Fragen aufgeschrieben hast, eine Frage, die für dich irgendwie eine besondere Bedeutung hatte oder wo du gedacht hast, diese Frage muss unbedingt mit rein, die dir vielleicht auch mal sehr geholfen hat? Tatsächlich gibt's da einige Fragen in diesem Buch. Ich habe ja, während ich das Buch geschrieben habe, die Workshops hier drin, das ist ja in 14 thematische Workshops unterteilt, ne, ist ich Beruf und Berufung oder halt Freundschaft und Partnerschaft und so weiter. Und ich habe natürlich jeden Workshop, als ich den konzipiert habe, selber gemacht. Das heißt also, ich habe mir all diese 199 Fragen selber gestellt und bin durch meine Antwort dann auch immer darauf gekommen, okay, was wäre eigentlich jetzt die Folgefrage, die ich mir selber gern stellen würde, ne? Das heißt, da sind einige Momente gewesen, wo ich auch mal den Laptop zugeklappt habe, gesagt habe, okay, jetzt muss ich erstmal einen Kühlschrank und mir ein kaltes Getränk holen oder ich muss mal spazieren gehen, weil sich da was bewegt hat. Und ich überlege gerade, ob ich da eine Frage rauspicken könnte während des Schreibens. Oder was war eine Frage, wo du zum Kühlschrank gegangen bist? Tatsächlich ein, zwei Sachen auch in dem Bereich Beziehung, Partnerschaft und Freundschaft. Denn ich glaube, dass wir in unseren Beziehungen ganz viele alte Muster und Verletzungen leben und einander spiegeln. Nicht, weil wir einander Böses tun wollen, sondern weil wir diese Verletzungen, diese Muster, vielleicht auch traumatische Dinge, auch meistens in sehr engen menschlichen Beziehungen mitbekommen haben, mit unseren Eltern und so weiter, als wir kleine Kinder waren. Und dann ist der Raum, je näher er ist zwischen Menschen, auch wieder ein Raum, der uns da wieder hinbringt, zu diesen Gefühlen und zu diesen Sachen, zu diesen Verletzungen, die wir dann miteinander austragen. Und als ich den Partnerschaft und Freundschaft Workshop gemacht habe, waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir selbst auch gedacht habe, ja, also gut, dass ich mich das jetzt frage und da kann man auf jeden Fall noch, da kann ich auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Mhm. Ne? Zum Beispiel geht es um Tabus. Ne? Mhm. Es geht zum Beispiel darum, gibt es etwas, was in deiner Freundschaft oder Partnerschaft ein Tabu ist, über was man nicht spricht? Mhm. Und dann sagt man, ja, das und das und das. Und dann wird es aber interessant, dann kann man fragen, okay, was glaubst du, wer hat es zum Tabu erklärt? Und wovor schützt, dass da nicht drüber gesprochen wird? Also was würde passieren, wenn drüber gesprochen wird? Was wird da eigentlich tabuisiert? Weil es wird ja nicht das Thema tabuisiert eigentlich, sondern das, was wir denken, was das auslöst. Ne? Also ich will da nicht drüber sprechen, aber weil ich Schiss davor habe, was dieses Thema bei mir oder bei dir auslöst. Also ist die eigentliche Frage danach, was liegt dahinter? Welche Angst? Welches Bedürfnis? Welche Stelle an mir, die wehtut? Was Ungesehenes? Wofür schäme ich mich? Und kann man so tief gehen an der Stelle? Muss man aber nicht. Man kann das natürlich auch ein bisschen oberflächlicher beantworten und an die Seite schieben und dann, ne? Ja. Man kann aber auch tief durchatmen und erstmal zum Kühlschrank gehen. Wie ich es gemacht habe. Weil es ist spannend, es löst in einem, also ich finde, das ist immer, wo man merkt, ich komme gerade an einen wichtigen Punkt, wenn es in mir Stress auslöst. Wenn man so diese innerliche Nervosität merkt und merkt, ach, ich stehe jetzt erstmal auf und gehe zum Kühlschrank und hole mir irgendwie in kaltes Wasser. Weil man erstmal auch wieder raus will, ne, aus diesem Gefühl von diesem Unbehagen. Und das finde ich eben so spannend, weil ich finde, du hast ja auch vorhin gesagt, die immer gleichen Fragen bringen immer die gleichen Antworten. Bedeutet, wenn wir jetzt anfangen, uns eine neue Frage zu stellen, dann kommen wir ja auch in so eine emotionale, in sowas emotional Unbekanntes, weil wir ja in was reingehen, worauf wir uns noch nie eine Antwort gegeben haben. Und das fühlt sich ja manchmal so, ne, diese innere Nervosität, wo wir dann aufstehen und erstmal raus wollen, am liebsten aus uns selbst, weil wir dieses Gefühl nicht so gerne mögen. Wie kann man damit vielleicht auch umgehen? Das war auch das, was du ja ganz am Anfang gesagt hast, dieses
Nee, ich weiß es doch eigentlich alles. Ich will mir da eigentlich gar keine bessere Antwort drauf geben, weil das, was ich mir bis jetzt immer geantwortet habe, fühlt sich für mich ja richtig an. Wie kann man, wie überkommen wir quasi dieses Unwohlsein, auch vielleicht in diesen Discomfort reinzugehen, durch den wir ja gehen müssen, um was Neues kreieren zu können? Schöne Frage. Punkt. wir können gucken, auf welcher Ebene wir antworten. Und ich beschreibe in dem Buch drei grundlegende Ebenen von Antworten. Und manchmal lohnt es sich, sich bewusst zu machen, auf welcher Ebene befinde ich mich gerade. Es gibt zum Beispiel die oberflächliche erste Ebene. Also ich habe auch am Anfang, als wir gesagt haben, wie geht's dir, haben wir beide das eigentlich schon gemacht. Ne? Wir haben eigentlich schon gesagt, na ja, mir geht's gut. Das wäre jetzt mal das, was ich die oberflächliche Ebene genannt habe. Nicht, weil das wertend oberflächlich ist, sondern weil wir davon sprechen, das ist die Oberfläche unserer Wahrnehmung. Ja? Und auf der Oberfläche unserer Wahrnehmung sagen wir, ja, ja, gut. Ne? Aber wir wissen sofort, da steckt irgendwas an, da steckt was drunter. Aber diese Oberfläche der Wahrnehmung ist cool, wenn ich irgendwo hingehe und einen Kaffee bestelle oder im Supermarkt ein nettes Gespräch führen möchte mit dem Kassierer. Dann, und wie geht's? Ach ja, gut. Und ne, und sonst so, ja, alles klar. Und es ist toll. Diese Ebene ist wunderbar, weil die uns einfach ermöglicht, miteinander einfach in Kontakt zu kommen. Wir können Fragen auf der Ebene beantworten. Und dann können wir auf die zweite Ebene gehen. Die zweite Ebene nenne ich die Planungsebene. Und ich, da gibt's einen Grund dafür. Und zwar die zweite Ebene, die funktioniert ungefähr so. Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden und hab irgendwie ganz gut geschlafen. Und okay, das ist schon mal ein Plus. Dann war aber beim Frühstück irgendwie Stress, weil ich zwei Mails, das ist dann ein Minus in der Rechnung. Also ne, irgendwie 10 minus 3 plus da. Und ich habe eigentlich geplant, das zu machen, aber dann war Stau und dann blablabla. Und dann stellst du wie so eine, du machst deine Pläne, das, was du dir wünschst und vorstellst, stellst wie so eine mathematische Gleichung auf und am Ende kommt raus, okay, und jetzt habe ich das reflektiert. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Bisschen Stress, aber mir geht's ganz gut. Ne? Und diese Ebene gibt uns schon viel mehr Informationen, denn diese Ebene sagt uns, was ist mir wichtig, was möchte ich eigentlich, was stört mich, was, ne, wie wirkt sich das aus, wie wichtig ist mir das und so weiter. Und wir machen das alles total unbewusst. Ne? Aber wir stellen wie so eine Rechnung, so eine Gleichung auf. Deswegen nenne ich das die Planungsebene. Und auf der Ebene bekommen wir schon interessantere Antworten. Ne? Und dann gibt es eine Ebene, die nenne ich die Wahrnehmungsebene. Und die ist nicht leicht für viele von uns, weil wir die nicht gewohnt sind. Aber die kann man üben. Die kann man üben, wie einen Muskel. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, musst du auch erstmal ein bisschen, ne, so trainieren und dann sieht man vielleicht irgendwann was. Und diese Wahrnehmungsebene kann man üben und die ist wahnsinnig hilfreich und ertragreich. Und die funktioniert halt so, dass man sagt, okay, wenn ich diese Frage höre, was löst das in mir aus? Wie fühle ich mich? Und dann kommt man vielleicht an so einen Punkt, wo man merkt, oh, ich will weglaufen. Ne? Oder man kommt an den Punkt, wo man merkt, boah, die Frage macht mich richtig Hype. Endlich kann ich mal, ne? Weil es gibt's ja auch positiv. Ja, klar. Du wirst positiv berührt. Und dann zu sagen, okay, boah, okay, das nehme ich wahr. Und in dem Moment, in dem ich auf dieser Empfindungs-, auf der Wahrnehmungsebene bin, bin ich neugierig auf alles, was in mir passiert. Ich merke meine Hände kribbeln. Okay, ich bin neugierig. Was heißt das? Okay, und wenn ich bei meinen kribbelnden Händen bleibe, dann merke ich irgendwie so, ah, mir wird ein bisschen rot im Gesicht. Okay, ich bin neugierig. Was heißt das? Was bedeutet das? Was habe ich gerade für Gedanken? Ich merke, dass da eine Stimme in mir ist, die sagt, ey, da musst du auf gar keinen Fall drauf antworten. Nein. Okay, ich bin neugierig. Ne? Und in dem Moment, in dem ich neugierig bleibe und wahrnehme, muss ich auch vor der inneren Stimme, die sagt, hau ab, oder dem schlechten Gefühl, nicht direkt weglaufen, weil ich merke, es ist eine Information. Und da bin ich gerade mal neugierig. Was will mir das sagen? Was will mir das mitteilen? Wo führt mich das hin? Ich bin wie so, interessant, wie so ein Sherlock Holmes, der die Clues zusammensucht, ne? Oder Miss Marple oder sowas, ne? Und dann sage ich, okay, aus meinem jetzigen Gefühl, okay, da ist dies und das, das. Oh, und dann gebe ich die Antwort. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Oh, da merke ich, ich kriege einen Kloß im Bauch. Boah, und dann kommt die Stimme, die mir sagt, du musst performen. Ah, was könnte trotzdem gut daran sein? Ja, vielleicht ist
daran manchmal nicht weiter zu wissen, vielleicht ist gut daran, dass ich auch mal merke, ich muss nicht alles können. Ich muss nicht alles schaffen. Ich kann gar nicht alles können und alles schaffen. Und so schlecht sich das anfühlt, wenn ich dabei bleibe, ist das eigentlich Self-Care. Manchmal nicht weiter zu wissen, ist eigentlich Self-Care, weil I'm slowing down. Und auf einmal denkt man so, uff, geil, ich weiß nicht weiter, nice. Toll, voll schön. Also die erste Ebene von Antworten ist quasi so die oberflächliche Ebene, einfach ne, dieses mir geht's gut quasi. Das, was so schnell kommt, so weiß ich, kenne ich. Dann darunter, das fand ich super spannend, die Planungsebene. Was ich daran so spannend fand, als ich dir gerade zugehört habe, war, dass wir ja dann auch schon, wie ja immer unser Wohlsein auch an so eine Erwartung knüpfen, inwieweit das, was passiert, übereinstimmt mit dem, was wir erwarten, was übereinstimmen soll. Und je nachdem habe ich gerade gedacht, wie weit wir diese Erwartungen bereit sind, auch zu stretchen, umso besser geht's uns wahrscheinlich, weil wir nicht diesen Anspruch haben, es geht mir nur gut, wenn das Außen genauso ist, wie ich es haben will, sondern ich kann auch dafür sorgen, dass es mir gut geht, wenn ich erlaube, sozusagen der Planungsebene also diesen Universal Bonus mit reinzugeben. Voll. Darf auch ein bisschen was anderes noch mit reinmischen, klar, quasi. Ja, ja, das fand ich ganz spannend. Für manche Menschen stellen auf dieser Planungsebene ja vielleicht auch fest, boah, das ist Chaos, ich liebe Chaos. Ja. Ne? Ja, ja. Oder, boah, alles ist total weird, aber ich habe mich so locker gemacht, so dass, und dann fühle ich mich sogar noch besser, weil ich merke, oh, das funktioniert oder ich mache was Gutes oder irgendwie so. Ne? Klar, also all diese Ebenen geben uns Antworten. Eine gewisse Antwort. Und manchmal ist es auch okay, einfach zu gucken, von wo aus antworte ich gerade. Ne? Ist auch spannend zu sagen, ich mache mal einen so einen Workshop oder ich stelle mir mal drei Fragen, die mir gut gefallen. Und dann antworte ich mal auf allen drei Ebenen und gucke mir mal den Unterschied der Antworten an. Ja, super spannend. Hinten auf deinem Buch steht, was ist wichtiger als dein Ziel? Fand ich gerade ganz spannend. Wie meinst du diese Frage? In dem Workshop, aus dem die Frage kommt, geht es halt um Ziele und darum festzustellen, was hinter unseren Zielen steckt. Denn wenn ich sage, ich möchte 5.000 Euro im Monat verdienen, dann ist es cool und es ist geil und dann ist es super, wenn ich das vielleicht sogar auch aufschreibe und an die Wand hänge, dass ich es jeden Tag sehe und mich orientiere. Und eine interessante Frage wäre zum Beispiel, wenn ich 5.000 Euro im Monat hätte, was wäre anders? Ne? So, und dann sage ich vielleicht, ah, ich könnte meine Miete zahlen, ich könnte diesmal das machen. Und dann könnte man vielleicht fragen, okay, wie würdest du dich anders fühlen? Und dann kommst du an bei, ja, ich könnte mich endlich entspannen, weil ich hätte die Sicherheit, ich müsste nicht jeden Monat gucken, wo die Kohle herkommt. Ne? Ich könnte endlich stolz nach Hause fahren, weil ich meinen Geschwistern ein schönes Essen ausgeben kann. Ich könnte die Reise machen, die ich mir wünsche. Ne? So. Und wenn man dann fragt, was ist wichtiger, wenn 5.000 Euro dein Ziel sind, was ist wichtiger als dein Ziel? Könnte die Antwort vielleicht sein, wichtiger ist ein gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern. Wichtiger ist meine Abenteuerlust und die Welt zu sehen. Ich würde lieber die Welt sehen und ein gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern haben, als 5.000 Euro haben. Aber die 5.000 Euro sind ein Symbol dafür, dass ich das machen kann. Das heißt ja nicht, dass du die 5.000 Euro nicht holst. Aber das heißt, du guckst dahinter. Ja, du guckst, was bedeutet es für mich? Was symbolisiert es für mich? Und die steht zum Beispiel am Ende von so einem Ding, wo so, okay, wie würdest du dich fühlen? Wem willst du auf dem Weg zu deinem Ziel begegnen? Was könnten die Personen dir mitgeben? Und so weiter. Und dann kommt die letzte Frage, okay, wenn du wirklich nicht nur sagst 5.000 Euro, sondern du hast die ganze Welt drumherum gebaut, dann ist die Frage, was ist wichtiger als dein Ziel? Sehr krass, weil du dann vielleicht merkst, ja, die 5.000 Euro sind eigentlich gar nicht mein Ziel. Das andere ist mein Ziel. Die 5.000 Euro sind ein Symbol und cool, nehme ich mit. Oder dürfen, ein Weg dahin. Dürfen auch sieben sein. Ja, ja, ja. Aber eigentlich geht es darum, wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich wirken? Also wirken im Sinne von,
Wirken in meinem Leben, ne? Genau, ja. Also tätig sein, ne? So. Ja. So, ja. Ne? Ja. Super spannend. Und das ist was, was ich bei mir auch festgestellt habe, dass das einen riesigen Unterschied macht, dahinter zu gucken. Ne? Auch dieses, wenn man jetzt sozusagen auch auf einer vibrational Ebene spricht, dieses Gefühl, was das ja dann auch auslöst, ne? Diese Leichtigkeit und so weiter. Dann da auch zu gucken, wie kann ich das jetzt vielleicht auch schon fühlen? Ne? Also wie kann ich nicht, weil sonst ist es ja immer so dieser Möhre hinterherlaufen, weil wir dann denken, ja, okay, wenn ich die 5.000 Euro habe, dann fühle ich mich so und so. Anstatt zu gucken, okay, wie kann ich die Möhre jetzt schon essen? Ja. Also wie kann ich jetzt schon in diese Leichtigkeit kommen und so weiter? Weil dann kommen vielleicht diese 5.000 Euro auch viel leichter. Ja. Und wenn es ist ja auch interessant, wenn wir glauben, dass Glück, ich zähle mich damit rein, wenn wir glauben, dass Glück eine Belohnung sein muss. Mhm. Und Zufriedenheit, ne? Das ist so, okay, das ist die Möhre, ne? Und erst wenn ich die Möhre habe, dann darf ich mich entspannen. Dann darf ich eine gute Zeit verbringen mit meiner Familie. Dann darf ich und so, ne? Und das sitzt ganz tief in uns drin. Das ist, was Freud das Superego genannt hat, diese innere Stimme in uns, der innere Kritiker, der uns immer irgendwie sagt, was nicht passt, was nicht gut genug ist, wo wir nicht performt haben, wo wir noch besser sein müssen und so weiter und so weiter. Und diese innere Stimme ist auch gut und wichtig, weil sie uns auch gewisse Informationen gibt. Ne? Aber wenn wir nur danach gehen, dann können wir unser ganzes Leben auch damit verbringen, irgendwie was hinterherzulaufen. Weil wenn wir die 5.000 Euro dann haben, dann haben wir aber, und du musst dir ja Folgendes überlegen, also nicht du, sondern wir alle müssen uns das überlegen. Wenn wir dieser inneren Stimme, die sagt, erst dann darfst du glücklich sein, erst dann darfst du da. In dem Moment, wo wir sagen, okay, das akzeptiere ich so, das mache ich so, trainieren wir den Muskel und sagen, ja, so läuft das. Und dann holen wir uns die 5.000 Euro, wir bleiben einfach mal bei dem Beispiel, holen wir uns die 5.000 Euro. Ne? Aber der kurze Moment davon, diese 5.000 Euro zu haben, der ist auf so einer mentalen Ebene viel kleiner und viel kürzer als die 3-4 Monate oder Jahre, die ich den Muskel trainiert habe. Ja. Und der wird mich nicht mit 5.000 Euro davonkommen lassen. Der wird mir nämlich dann sagen, ja, 5.000 Euro, cool, aber du hast das noch nicht gemacht und jenes noch nicht gemacht und eigentlich kannst du noch gar nicht glücklich sein, kannst dich noch gar nicht entspannen. Du brauchst 10.000 Euro oder du brauchst jetzt irgendwie das oder du... Oder der sagt dir sogar, wenn du richtig Pech hast, auf dem Weg zu den 5.000 Euro hast du aber 5 Leute abgefuckt. Du bist ein schlechter Mensch. Du darfst dein Geld gar nicht genießen. Die Frage ist, ne, muss ich diesen Muskel so viel trainieren? Ja. Oder möchte ich einen anderen trainieren? Ne? So. Was wäre für dich der andere Muskel? Für mich persönlich kommt das auf die Situation an. Mhm. Ne? Für mich persönlich ist diese Stimme... die mir irgendwie sagt, das ist nicht gut, da und so weiter, die ist ja auch sehr vielfältig, nicht? Sehr schlau. Die habe ich ja auch 43 Jahre trage ich die ja schon mit mir rum. Ne? Kennt mich ja sehr gut und weiß, welche Knöpfe sie drücken muss. Deswegen versuche ich auch da wieder durch gute Fragen immer zu gucken, okay, worum geht's mir eigentlich wirklich? Was ist der Zustand, den ich erreichen möchte? Was ist das Gefühl? Was ist der Wunsch, die Fantasie dahinter? Was ist das Bedürfnis dahinter? Bedürfnis nach Nähe, Bedürfnis nach Verbindung, Bedürfnis nach Leichtigkeit, Bedürfnis nach Lebensfreude. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel beim Finanziellen sind, ne? Bedürfnis nach Sorglosigkeit. So. Und den Muskel zu trainieren und zu sagen, okay, ja, ich sehne mich nach Sorglosigkeit, ich sehne mich nach Verbindung und Nähe, ich sehne mich nach Abenteuer. Okay, was kann ich heute schon tun, wie du gesagt hast, um diesem Leuchtturm da einen Schritt näher zu kommen? Und wo ist er heute schon in meinem Leben? Und welche Entscheidungen kann ich heute vielleicht in die Richtung treffen? Und dann kommt nämlich zum Beispiel, eigentlich müsste ich arbeiten, also nicht, dass die Leute nicht arbeiten sollen, nur in diesem spezifischen Fall, ja, eigentlich müsste ich noch 10 E-Mails machen, aber es kommt jemand und lädt mich auf ein Abenteuer ein. Und vielleicht kann ich dann zumindest manchmal, wenn ich mir dessen bewusst bin, mich für das Abenteuer entscheiden, weil ich halt sage, ey, vielleicht geht's mir auch um Abenteuer und auf dem Weg, ne? Entscheide ich mich auch mal fürs Abenteuer. Nichts muss. Ne? Aber wir sprechen ja ganz viel über Freiheit. Ja. Und Freiheit entsteht, wenn wir mehr
innere Auswahlmöglichkeiten haben und nicht so sehr von inneren Antreibern getriggert sind und solchen Sachen, sondern wenn wir mehr wissen, worum geht's eigentlich, und wenn dann eine Situation kommt, kann ich mich freier entscheiden, weil ich nicht so abhängig bin von diesen Mustern. Mhm. Das ist, macht für mich einen großen Teil von Freiheit zum Beispiel aus, die wir uns ja alle wünschen. So kraftvoll, auch dieses, also Glück nicht als Belohnung zu betrachten. Also ne, nicht dieses, du darfst nur glücklich sein, wenn du das gemacht hast, sondern auch jetzt schon zu sagen, okay, was macht mich denn jetzt gerade auch schon glücklich? Also wie kann ich das jetzt schon leben? Finde ich unglaublich kraftvoll und auch heilsam, weil es auch irgendwie so entschleunigt und diesen Druck ja auch rausnimmt. Finde ich richtig schön. Und wenn du, du hast gesagt, es sind 14 Workshops in diesem Buch und eins dieser Workshops ist sozusagen auch das Beziehungsthema Freundschaft. Mhm. Was würdest du sagen, ist vielleicht eine Frage, die man auch in Freundschaft und Partnerschaft sich einander stellen kann, die Frieden herstellen kann oder die so ein gemeinsames Wachstum wieder schaffen kann? Da gibt's also es ist, kurzer Disclaimer, das ist, it's gonna get real, ne? Es gibt da eine Übung, die ich in dem Buch auch beschreibe, die man sowohl, also eigentlich ist es eine Partner-Paar-Dialog-Übung. Man kann sie aber auch vorbereitend für sich selbst machen. Ne? Und diese, das sind drei sehr einfache Fragen. Und diese drei sehr einfachen Fragen haben eine ganz schöne Durchschlagskraft. Und du hast gesagt, Frieden oder was heißt, du hast Wachstum. Gesagt, Wachstum. So, Wachstum, yes. Mhm. Frieden, maybe. Mhm. Frieden wahrscheinlich erst nach dem Wachstum. Mhm. Also nicht unbedingt, aber ich sag dir die drei Fragen und dann wird vielleicht auch relativ schnell klar, ne? So. Und es klingt harmlos, aber es hat echt eine krasse, da steckt ganz viel drin. Wenn wir beide uns miteinander das machen würden. Dann wäre die erste, wir machen es einfach mal, ja? Hast du Bock? Ja. Okay. Liebe Laura, sage mir etwas, das du an mir schätzt. Was ich an dir unglaublich schätze, ist deine Intelligenz, du bist wahnsinnig eloquent und kannst Dinge unglaublich gut auf den Punkt bringen. Danke. Laura, sage mir etwas, das wir beide gemeinsam haben. Was wir beide gemeinsam haben, ist zum einen unsere Herkunft, zum anderen aber, glaube ich, auch diesen Hunger nach Antworten und die Freude daran, selber zu wachsen. Und ich glaube, was wir beide auch gerne mögen, ist über Philosophie zu sprechen, über Spiritualität zu sprechen, über also alles, was den Menschen bewegt. Ich glaube, das ist was uns sehr miteinander verbindet, diese Freude daran, sich darüber auszutauschen und Wissen sich anzueignen. Ja. Danke. Liebe Laura, sage mir etwas, das ich wissen sollte. Intuitiv, was bei mir kommt. Intuitiv, was bei mir kommt, was du wissen solltest, ist, dass du wesentlich, ich muss das richtige Wort finden. Größer bist, als du denkst. Ja. Danke. Schön. Das sind die drei Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du dich auf das Experiment mit mir eingelassen hast. Genau. Und jetzt würde ich dich das fragen. Würdest du mich das fragen? Und wir könnten zum Beispiel eine Zeit vereinbaren von 10 Minuten oder 20 Minuten und uns gegenseitig diese Fragen stellen. Und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, in unserer Freundschaft, in unserer Partnerschaft,
führt uns das natürlich an verschiedene Wege. Na klar. Weil die dritte Frage, sag mir etwas, das ich wissen sollte, die kann natürlich auch dazu führen, dass wir sagen, ey, ich muss dir eigentlich immer schon mal sagen, bla 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 bla, habe ich mich noch nie getraut. Oder was auch immer. Ne? Es kann natürlich auch was sein, was ich in mir halte, ne? Vor allem auch in einer Partnerschaft, wo ich mir denke, ey, das solltest du, kann sowas Kleines sein, wie ey, immer, wenn wir bei deinem Cousin sind und er macht diesen Reis, ey, der schmeckt mir überhaupt nicht. Und ich gehe immer nach Hause und habe Bauchschmerzen. Das da habe ich mich nie getraut. Ja? Ne? Kann ja sowas Kleines sein. Das kann was so Wunderschönes, ich bedanke mich sehr bei dir, jetzt wunderschön. Kann sowas Schönes sein. Aber was das macht, ist, es macht dieses Feld für den offenen Austausch aus. Und zwar am Anfang diese zwei wunderschönen Fragen, sag mir, was du an mir schätzt und auch, was wir gemeinsam haben. Weil das stellt nämlich her, ich schätze dich, ich liebe dich, du bist mir wertvoll und wir sind gleich. Und auf der Basis darf ich dir dann auch etwas mitteilen. Ja, super schön. Richtig schön. Tolle Übung. Danke fürs Teilen. Hey, danke dir fürs Machen. Danke. Wir können uns gleich. Ich fühle mich so unfair jetzt irgendwie, dass wir jetzt nur. Möchtest du es mit mir machen? Wie du möchtest. Ja, weil gerne. Ich habe jetzt den Shower of Love bekommen. Okay. Okay. Lieber Mike, sag mir etwas, was du an mir wertschätzt. Oder gibt es etwas, was du an mir wertschätzt? Sage mir etwas, das du an mir schätzt. Sage mir etwas, was du an mir schätzt. Mhm. Weil das setzt auch voraus, da ist was. Mhm. Ne? So, sage mir etwas, das du an mir schätzt. Mhm. Was ich an dir schätze, ist, wie du in den letzten 10 Jahren die Scheiße hier gerockt hast. Ey. Geil. Es ist so hart. Ich schätze das und respektiere das und ehre das richtig krass. Weil ich weiß, du hast es gemacht, du hast dran geglaubt, du hast an dir gearbeitet, du hast an deinen Sachen gearbeitet und bist dafür gegangen. Und das ehre und schätze und respektiere ich immens. Wow, danke. Lieber Mike, sage mir etwas, was uns miteinander verbindet. Was uns verbindet und was wir gemeinsam haben, ist diese gereizt zu sein von der Neugier und von dem Wachstum und von der Entfaltung und vom weiter erfahren und weiter erleben und umdrehen und wieder hinausgeben. So, und so diese Lust, diese Freude an Wachstum im Leben. So schön. Glaube ich, verbindet uns. Total. Lieber Mike, sage mir etwas, was ich wissen sollte. Oder wissen muss, wie was? Wissen sollte. Wissen sollte. Ne? Wissen sollte. Ja. Oder gibt es etwas, was ich wissen sollte? Sage mir etwas, sage was, mir ich etwas sollte. Was ich wissen sollte. Genau. Jetzt habe ich Angst. Damals. Dein Blick war gerade so. Mathe, ich mache das auch mal intuitiv, fand das sehr schön. Wir sprechen jetzt hier von Königsklasse, ne? So von 100 auf 110 mäßig, ne? You can relax even more. Weil da ist schon, alles ist da. Alles ist da. Super schön. Danke. Danke dir vielmals. Super schön. Total schön. Kann man uns jeden Tag anrufen, die Übung machen?
So einfach wie Hunde. Das ist tatsächlich was. Jetzt mal wirklich ohne Witz. Stell dir vor, du wachst morgens auf und sagst, es ist meine neue Morgenroutine. Ich setze mich 5 Minuten hin mit meiner Partnerin, meinem Partner oder ich rufe eine Freundin, einen Freund an und wir machen das. Bam. Super. Und manchmal ist es einfach so, wow, und manchmal ist es so, uiuiui. Ja. Und ich habe was wahnsinnig Interessantes dazu gerade gehört. Und da geht es um wissenschaftliche Studien zu Gratitude Practice, also zu Dankbarkeitspraxis. Und es ist so verrückt, weil wir alle Dankbarkeit auf eine gewisse Weise praktizieren mit Dankbarkeitstagebuch und Dankbarkeitsspaziergängen und so weiter. Ne? Du sprichst drüber, ich spreche drüber in meinem ersten Buch und so weiter und so fort. Und all diese Sachen sind gut. Und sie werden sogar noch besser, wenn man sie verbindet mit, warum bin ich dankbar, ne? Die Gründeliste oder mit einem körperlichen Gefühl und so weiter. So. Aber off the charts, also kein Vergleich, wirkungsvoller für das eigene Wohlbefinden, ne, für die nachher die eigene Einschätzung von wie gut geht es mir, ist eine andere Art von Dankbarkeitspraxis. Nämlich Dankbarkeit zu empfangen. Und wenn ich Dankbarkeit empfange, und das ist Wissen, das ist messbar. Ich schicke dir gerne auch den Link zu diesem Podcast, wo diese Studies irgendwie, ne? Dankbarkeit zu empfangen. Krass. Und wenn wir Dankbarkeit empfangen, und eigentlich, wenn wir jetzt so drüber nachdenken, ist es ja klar, logisch. Ja. Wenn mir jemand aus ganzem Herzen sagt, ey, das und das und das, dafür bin ich dir dankbar, oder das hat mir geholfen und so weiter, dann passiert was bei uns. Ja. Boah. Ja. Ja. Stimmt. Diese Wertschätzung, dieses schöne Gefühl, ist manchmal sogar so, dass wir es gar nicht annehmen können, weil wir denken, nee. Und wenn wir also sagen, ey, mein Gratitude Practice ist jetzt vielleicht für die nächsten Tage mir jemanden zu suchen, mit dem ich gemeinsam das machen kann und wir beide empfangen Dankbarkeit der anderen Person. Das ist wie ein Booster. Ne? Und so schön, aber ja auch andersrum zu wissen, was es auch in dem anderen auslöst, Dankbarkeit mit der anderen Person zu teilen. Also wenn ich dir sage, ich bin dir für etwas dankbar, es ist ja auch total das Geschenk, was ich dir damit mache. Also es ist ja, ne, es ist ja beides quasi. Super schön. Danke fürs Teilen. Ja. Hey, danke dir. Ja, Dankbarkeit ist the shit, ey. Das ist, das verändert ja alles. Ich glaube, wenn man nur mit Dankbarkeit anfängt, deswegen ist es für mich auch die wichtigste Frage, die wir uns jeden Tag stellen sollten, ist, wofür bin ich dankbar? Oder dann jetzt, ne, in dem Kontext, wofür kann ich jemand anderem dankbar sein und das teilen? Das wäre ja dann vielleicht die zweite Frage. Ganz krasse Side-Note dazu ist, Teil dieser Studie ist übrigens auch gewesen, dass wenn Menschen Filme schauen, in denen anderen Menschen irgendwie geholfen wird, dass das auch wirkt. Wahnsinn. Und das ist krass. Wir Menschen sind so miteinander verbunden, dass wenn wir Filme schauen, in denen, ne, Menschen geholfen wird und Dankbarkeit da ist, oder auch Geschichten hören, ne, zum Beispiel abends zum Einschlafen, zum Beispiel Zurück zu mir von Laura Marlina Seiner, weiß nicht, ob du kennst, aber das abends zu hören zum Einschlafen, wo es auch darum geht, Menschen sind auf einer Reise, Menschen wird geholfen, dass das auch wirkt auf uns, ne, weil wir da partizipieren an diesem Dankbarkeitsvorgang. Ich finde es so unfassbar faszinierend, wie verbunden wir sind. Ja. Und ganz konkret, it's real. Ja. So, ne? Voll. Und eine Sache, wo ich auch denke, was ja dann auch so wichtig ist für alle Menschen, denen es so schwer fällt, das auch anzunehmen, wenn jemand Dankbarkeit ausdrückt, wie viel Qualität man sich damit verwehrt eigentlich, ne, in sich, auch wie viel Fülle an Liebe und diesem Gefühl, dass es eigentlich total schön ist, da ins Empfangen zu gehen. Und ist ja auch voll das Geschenk für den anderen, ne? Also ich finde, es ist ja auch schön, wenn du meine Dankbarkeit annimmst, ja, das ist ja, ja auch, das, dann darf es ja fließen, als wenn du sagst, nee, war gar nicht so, dann ist ja für mich so, doch, für mich war es, ne? Ja. Also so, das ist super schön. Wir müssen das, glaube ich, manchmal oft hören und von Menschen hören, denen wir wirklich vertrauen. Ja. Deswegen finde ich auch diese Dialogübung schön, weil am Anfang die Verbundenheit und das Vertrauen hergestellt wird und dann sind wir in einem Space, in dem wir es empfangen können, in dem es einfach ist zu empfangen. Weil du
du weißt, ich weiß, wir alle wissen, dass wir halt leider so viele internalisierte Kritik haben, die uns halt sagt, ich bin das nicht wert. Ich bin ein Mensch, dem passiert immer was Blödes. Oder dieses mit der Dankbarkeit, da geht es ja gar nicht um mich, das ist ja und so weiter und so fort. Ne? Und das irgendwie zu lernen, das ein bisschen aufzuweichen, so, ne, arbeite ich selber auch sehr, sehr, also arbeite ich auch dran. Für mich selber, ne, so, auch das annehmen zu dürfen und empfangen zu dürfen, ist manchmal nicht einfach für viele von uns. Ja, same here. Aber ich finde, es ist aber auch etwas, was dann, wenn man sich das erlaubt, was dann auch richtig wohltuend ist und was einen ja auch stärkt. Ich habe eine Frage noch. Du hast ganz, ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass eine der Probleme oder der Herausforderungen, was es oft gibt, ist, dass wir so vorurteilsvoll irgendwie auch sind oder beziehungsweise denken, wir haben die Antwort ja schon. Ja, weiß ich, hast du gesagt. Wie schaffen wir es aus diesem Recht haben Modus oder weiß ich ja alles schon längst, da mehr Awareness, mehr Bewusstsein reinzubringen, um diesen Raum zu schaffen für, du hast ja vorhin gesagt, eine neue Information oder ne, etwas, so dieses bisschen, was ich da vielleicht dann noch doch lernen kann, was ich vielleicht doch nicht weiß. Ja. Wie kriegen wir uns da, du hast gerade vorhin, ich hatte dieses Bild, wo du so gemacht hast, wo ich dachte, wie kriegen wir so diesen inneren Kritiker so ein bisschen massiert, ja, so ein bisschen weich massiert, geknetet, der uns immer sagt, weißt du doch alles schon, brauchst du gerade gar nicht zuhören und weißt es ja eh eigentlich besser. Weil es hat ja auch was mit so einer Angst zu tun, es eigentlich vielleicht nicht besser zu wissen. Ne? Weil das ja dann auch so eine, weil natürlich fühlen wir uns sicherer und geborgener, wenn wir denken, ich weiß ja alles. Ja. Das heißt, es ist ja auch so wieder dann so ungewohntes Terrain zu sagen, nee, vielleicht weiß ich es ja gar nicht. Also wie kommen wir da raus? Oder wie können wir da entspannter sein, anders zuzuhören, andere Antworten empfangen zu können und ja, so sich auf diesen Standpunkt zu stellen, vielleicht gibt es ja doch was, was ich da lernen kann. Ich würde sagen, eine Qualität und eine Übung, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe. Bitte, Die Qualität ist immer wieder die gleiche, nämlich Neugier. Und in dem Moment, in dem wir sagen, hey, weiß ich. Weiß ich. Das Einzige, was wir da brauchen, ist, Moment, kann ich kurz neugierig sein? Was ist denn dieses Ja, weiß ich? Und dann stellen wir vielleicht fest, I don't even want to go there. Und dann ist das schon die Information, die wir brauchen. Die Information ist schon wichtig. Weil da kommt das nächste Mal, da weißt du schon, I don't want to go there. Und wenn die Frage zum dritten Mal kommt, dann merkst du, I don't want to go there. Oh shit, okay, vielleicht. Warum I don't want to go there? Ne? Also die erste Qualität ist Neugier. Und manchmal hilft Neugier, also auch bis eine Sekunde mehr Neugier oder eine Frage mehr Neugier ist schon... Der Shift. Eine Frage mehr Neugier ist schon doppelt so viel. Weißt du? Ja. So. Und eine einfache Übung, um diese Neugier ein bisschen zu trainieren, ist unglaublich einfach. Und zwar, nimm dir 5 oder 10 Minuten, such dir eine Frage raus, die du spannend findest oder die dich irgendwie triggert, stell dir den Timer und stell dir diese, und nimm dir Zettel und Stift und sag dir, meine Antwort ist immer nur ein Satz oder ein Stichpunkt und stell dir 10 Minuten immer wieder die gleiche Frage. Krass. Na? Was ist wichtiger als dein Ziel? Ja, nichts ist wichtiger als mein Ziel. Okay. Was ist wichtiger als dein Ziel? Nichts. Okay. Was ist wichtiger als dein Ziel? Ja, mein Gott, glücklich sein im Leben. Was ist wichtiger als dein Ziel? Ja, weiß ich nicht, Gesundheit. Was ist wichtiger als dein Ziel? Also wenn ich irgendwie statt dem Ziel eine Motorjacht haben könnte, wäre geil. Okay, Motorjacht.
was ist wichtiger als dein Ziel? Tack, 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 tack. Und wenn du die Neugierde damit reinbringst und dir einfach die Frage mehrmals stellst, wirst du meistens nach der fünften, sechsten Antwort spätestens sind so deine Stanni-Moves haben sich ausgelaufen. Mhm. Ne? So, dann ist so, okay, meine Standardantworten habe ich gegeben. Und dann denkst du dir, und dann fängst du nämlich Folgendes an. Ja, da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Perfekt. Und da bleiben. Mhm. Da habe ich gerade keine Antwort. Da weiß ich nicht. Das ist der beste Space. Da kann alles passieren. Und dann kommt dir irgendein Gedanke. Und dann schreibst du den auf und stellst die Frage nochmal. Und so kommst du automatisch aus diesem, ja, ja, weiß ich, kann ich, habe ich schon, dreimal kommst du raus, wenn du die Frage einfach immer wieder stellst und immer wieder. Und du musst dir nicht 3 Stunden stellen. Kannst du machen. Zen-Koans. Die Zen-Mönche bekommen eine Frage von ihrer Zen-Meisterin und es ist eine Frage und manche knacken 3 Monate an der Frage. Was ist der Klang von einer Hand, die klatscht? Erste Antwort ist, ja, ich habe es verstanden. Gehst zu deiner Zen-Meisterin, die sagt, ist mir zu intellektuell. Andere Antwort. Was ist der Klang von einer? Luft, ja, ist dann hin, Luft. Ja, ist mir zu konstruiert. Andere Antwort. Und dann gehst du zurück und die Zen-Mönche meditieren teilweise und Zen-Nonnen meditieren dann Monate über so eine Frage. Krass. Und das können wir uns abgucken. Mhm. Und wir können die Frage einfach immer wieder stellen und nach der 5., 6., 7., 8. Antwort werden wir was Neues entdecken, wenn wir neugierig bleiben. So schön, danke. Es gibt eine Frage, yes, ma'am, die ich immer in meinem Podcast stelle. Du kennst sie auch schon. Yes, du kriegst sie jetzt nochmal. Also stell dir vor, du lebst noch ein wunderschönes, erfülltes Leben. Du bist ganz alt, schreibst noch viele Bücher, machst deinen Podcast, deine Kurse. Irgendwann ist aber dann der letzte Tag deines Lebens. Ich würde zu dir kommen, würde sagen, Mike, es wurde alles gelöscht, dein Podcast ist weg, deine Bücher sind weg, ist all gone. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier mit diesem Stift 3 Weisheiten schreiben. Wenn sonst nichts von dir bleiben würde, was würdest du dir wünschen, wonach wir Menschen leben oder was wir verinnerlichen können? Sei gut zu dir selbst, denn du gibst dein Bestes. Liebe dich selbst, dein Leben und die Menschen und die Welt. Und drittens, stay hydrated. Ja. So schön. Mike, danke für unsere Freundschaft. Danke für dieses wunderschöne Gespräch. Danke, ich finde, es war ganz wohltuend, inspirierend. Ganz viel Klarheit irgendwie drin. Vielen, vielen Dank für dein Sein. Danke, dass du deinen riesengroßen inneren Schweinehund in den Allerwertesten getreten hast und deinen Weg so gehst, wie du ihn gehst. Nicht auf deine Ängste gehört hast, sondern auf dein Herz und all das, was dadurch entstehen durfte, bis jetzt und auch noch entstehen wird, finde ich richtig beeindruckend, schön, toll und dafür bin ich so dankbar. Also richtig schön und für alle, die gerne das Buch lesen wollen, 199 Fragen an dich selbst von Mike von Curse. Und ja, ich wünsche dir einfach von Herzen das Allerbeste, wie immer, auf deinem Weg. Ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Merci. So schön. Ich hoffe, du konntest so viel Schönes aus dieser Folge mitnehmen und bist inspiriert, dir vielleicht jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage gute Fragen zu stellen. Fragen, die dich stärken, Fragen, die dich in die richtige Richtung bringen, die lösungsorientiert sind und ja, da einzutauchen und
auf deinen eigenen Weg einfach zu achten und bei dir zu bleiben. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und mir deine Gedanken zu der Folge heute dalässt. Was war für dich vielleicht ein Nugget, ja, was du für dich mitnehmen möchtest, eine wertvolle Erkenntnis? Welche Frage hat dir vielleicht in deinem Leben geholfen, weiterzukommen? Lass uns das so, so gerne austauschen in den Kommentaren. Und danke auch einfach an dich und an diese unendlich wundervolle Community, die ist hier, die Happy, Holy and Confident Community, die ja einfach diesen Podcast trägt und für dieses wunderschöne Jahr, was wir hier auch wieder gemeinsam gehabt haben. Und ich wünsche dir jetzt ein ganz friedliches, schönes, liebevolles Weihnachten, dass du in dein Herz kommst, dass du die Liebe durch dich fließen lässt, dass du weißt, wie sehr du geliebt bist, dass du geborgen bist und dass du ein Geschenk bist für diese Welt. Und ich umarme dich von Herzen, aus tiefstem Herzen. Danke, dass es dich gibt. Danke für deine Zeit, danke für dein Sein, danke für dein Strahlen, danke für alles, was von dir entstehen darf. Und ja, genieß die Feiertage, lass es dir gut gehen. Und wie gesagt, wenn du möchtest und 2022 wirklich in deine Kraft kommen möchtest und du dieses Calling in dir spürst, dann komm in die Rise Up and Shine Uni. Über 50 Stunden Coaching mit mir, Live-Sessions mit mir, Meditation, die Community, das Workbook, wo du wirklich alles hast, um ja, loszustarten und eine ganz neue Perspektive auf dich zu bekommen und aufs Leben. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Merry Christmas, frohe Weihnachten und wir hören uns nächste Woche natürlich wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, Higher Self On, Baby, und Rock On und Namaste, deine Laura.